Rutschert, da bin ich wieder, sorry. Kylo hat gerade geklingelt, der pennt heute bei mir. Aber guck, ich habe ihm heute eine Sprachnachricht geschrieben und gefragt, was los ist. Und mal gucken, vielleicht antworte er. Ey Leute, ich bin einfach gerade in Aquafala, ich habe einfach Putin getroffen. Putin! Hey, dir mal, ja? Ich habe hier gerade meinen Schnitzel hingelegt. Und jetzt kommen diese Flecken. Ich hasse es. Harmanim, Baba nerede karsefim? Nee, die Sahne. Und Thunfisch. Nennen Sie ein Tier, das 6 Beine hat. Jörg. Spinne. Jörg sagt eine Spinne. Nein, Maria. Ein Tausendfüßler. Alle sind echt. Entschuldigen Sie, wie heißen Sie? Ich bin Gerd Fischer. Gerd Fischer! Ach ja, voll vergessen zu sagen. Bayram Mubarak Olsun. Wichtig auf Türkisch, weil wenn man schon Isti ist, dann muss man auch so den International Integrating Haze activaten. Okay, komm. Goretzka! Oh, der lacht doch nicht. Was für ein Stadt? Ey, wegen so welchen Namen. Danke für den Reminder, dass ich mehr Wasser trinken muss. Ich küsse dein Herz. Generell in Amerika ist, auf ein NBA-Spiel zu gehen. Und ich weiß, die meisten von euch schauen sich lieber abends irgendeinen Basti-G-Livestream an. Fühle ich total. Und ich habe mich davor selbst... Ich habe beschlossen, ich esse keine Sushi mehr. Und jetzt nehme ich mir ein Lachs-Sushi. Und da kommt schon. Baba, seni arıyorum burada. Ananı arıyorum. Ihr glaubt, ihr wisst, wer ich bin? Ich bin Rainer Winkler, Sohn von Rudolf und Ritter. Ich bin ich. Ich bin Drachenlord. Nennen Sie etwas, das Tiere haben, Menschen aber nicht. Ricky. Einen Schwanz. So, dann kannst du das gut, ja? Hallo, muss. Man merkt, die Bewegungen sind geübt. Was? Diese Kopfbewegungen sind geübt. Ja, ein bisschen Rolls oder die Ducati oder die Ducati oder den LaFerrari oder den Senna oder vielleicht den Bugatti oder den Lamborghini oder den McLaren? Nein, er wollte den Dior Vespa-Roller. Bushido mit seinem neuen Luxusgefährt. Ist vorbei jetzt. Ein Dior-Roller. Yes, sir. Vespa, woo! Dior. Yeah. Life is better in Dubai. Das Beste, was du im Abitur lernen kannst, ist zu lernen, wie du am wenigsten lernen musst, damit du es trotzdem schaffst. Das habe ich halt schon in der Oberstufe gemacht und gesagt, Leute, ich drop einfach komplett Mathe. Also ob ich jetzt halt von einer 6 auf eine 5 komme, rettet mich im Abi nicht. Was hattest du final in Mathe? Ich bin ins Abi reingegangen, habe einen Baum drauf gemalt, habe es abgegeben. Nein! For real? Ich glaube, ich hatte 0 oder 1 Punkt. Das war wie der Heißluftballon, der stürzt ab. Ich musste Ballast abwerfen. Um weiter fliegen zu können, musste ich ein Opfer bringen. Ich hätte auch versuchen können, Mathe zu schaffen, aber dann wäre der ganze Ballon halt mit mir down gegangen. Jetzt musst du auch nur eine Karte unterschreiben, nicht so viele. Du musst gar nichts. Leo? Leo?
Von wem war der Chef deiner, ne? Foto mit und dann 25, dann geht alles nur noch den Bach runter. Und du hast kein Digga, ich hab verlernt, wie man eine. Bro, wie schreibt man eine 5? Digga, warte mal, hä? Warte mal, hä, Digga? Ah, okay, so, so, so. Oh mein Gott, Digga. Junge, ich krieg's immer noch nicht hin. No one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Was ist dein Leistungskurs? Meine Leistungskurse, ich habe 3, sind Englisch, Spanisch und Deutsch. Was heißt auf Spanisch? Como te la vida uno café con leche, por favor. Potzen! Ich hasse Halloween! Diese scheiß Ostdeutschen! Nee, Bruder, alles gut. Wir wollen nur Süßigkeiten. Wir wollen nur Süßigkeiten. Und da brauche ich jetzt auch mal von dir, Linz, hier die Altersverifizierung. Und zwar in Form eines Brustfotos. Weil wie bei einem Baum mit dem Jahresring kann ich auch anhand einer weiblichen Brust erkennen, wie das Alter ist. Also vorausgesetzt, du bist unter 18.